Ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Grill richtig anfeuert, aber nicht hier drinnen, sondern draußen. Tut euch einen Gefallen und schafft euch so einen Teil an. Das hier ist ein Anzündkamin. Damit kriegt ihr die Kohle perfekt vorgeglüht und ihr habt keine Probleme mehr. Anzündkamin bitte mit Kohle befüllen. Je nachdem, wie lange ihr grillen wollt, entscheidet ihr euch für Briketts oder Holzkohle. Briketts haben halt eine längere Brenndauer. Zum Anzünden nehmt ihr bitte Anzündwürfel. Ich nehme jetzt hier Paraffinwürfel. Die legt ihr unten auf die Kohleroste. Die haben eine sehr lange Brenndauer. Da stellt ihr einfach den Anzündkamin rüber. Das sieht dann so aus. Und dann lasst ihr die Kohle richtig schön gleichmäßig nach oben durchziehen. Das dauert bei Briketts so circa eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Bei normaler Holzkohle, je nachdem wie viel ihr nehmt, circa 10 bis 15 Minuten. So sieht eine perfekt durchgeglühte Kohle aus. Oben schöne weiße Asche. Die Flammen schlagen schön rüber. Ab auf den Grill damit.